Manchmal muss einfach gefeiert werden. Und so kam Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck persönlich nach Braunschweig, um das Kompetenzzentrum für Windenergie einzuweihen. Hier, in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, bekommt die Windenergiebranche genau die Dienstleistungen, die sie zur Qualitätssicherung immer größerer Windanlagen benötigt. Der eigentliche Star des Tages war die gewaltige Drehmomentmessmaschine aus blauem Stahl. Sie ist eine Weltneuheit und kann erstmals die enormen Drehmomente messen, wie sie bei Offshore-Windenergieanlagen auftreten. Im Gespräch mit Forschenden wurde deutlich, innovative Messtechnik und Prüfverfahren, wie sie nur die PTB bieten kann, sind für viele Transformationstechnologien von großer Bedeutung. Sei es bei Ladesäulen für E-Autos, dem autonomen Fahren oder der Quantentechnologie, damit Qualität, Made in Germany, auch weiterhin ein Gütesiegel bleibt.